Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt und du führst uns aus dem Dunkel unseres Lebens in das Licht. Darum bitten wir dich. Für die Glieder der Kirche, dass sie auf ihren irdischen Wegen ihr ewiges Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die zur Verkündigung des Evangeliums berufen sind, dass sie offen bleiben für Gottes Ruf und großmütig gegenüber den Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Christen, dass sie durch tätige Liebe Zeugnis geben von der großen Liebe Gottes zu allen Menschen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die wichtige Entscheidungen fallen müssen, dass sie dies im Einklang mit dem Willen Gottes tun, in der Gewissheit, dass Gott denen beisteht, die ihm dienen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Christus noch nicht kennen, dass Gott ihnen die Gnade des Glaubens und den vollen Anteil am Reichtum deiner Erlösung schenke. Wir bitten dich, erhöre uns. Für uns selbst, dass wir zu Menschen des Friedens und der Versöhnung werden, zu Friedensboten auch für andere. Wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, du hast Pater Engelmar den Frieden des Herzens geschenkt, auch im Angesicht des Todes. Schenke uns, um was wir bitten, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist das Heil der Welt, das Leben der Menschen, die Auferstehung der Toten. Durch ihn rühmen die Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir.